Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit dem Fred. Heute schauen wir auf 5 Dinge in Clash of Clans, die unmöglich sind, beziehungsweise die mittlerweile unmöglich sind. Dinge, die ihr nicht mehr schaffen könnt, ohne dass ihr cheatet oder dass ihr einen privaten Server oder so benutzt. No. Punkt Nummer 1 auf meiner Liste ist das Rushen, ohne alles gebaut zu haben. Es gab irgendwann mal ein Update und da haben sie gesagt, ey, ihr müsst alle Gebäude bauen, sonst könnt ihr nicht euer Rathaus upgraden. Und das diente natürlich dazu, ja, dass diese Engineered Bases, dass die CW-Accounts, nennt es wie ihr wollt, dass die halt nicht mehr existieren. Und deswegen haben sie gesagt, nö, du musst alles bauen. Ich hatte es ja selber bei meinem Frederikson-Account, ehemals Fredonaut, der musste dann ja auch irgendwann die Sachen bauen, als er hochgehen wollte. Und jetzt gucken wir mal drauf. Ich habe extra mal einen Clan rausgesucht. No Walls. The original No Walls Clan. The first and last pure No Walls Clan. Also, wir können mal drauf gucken. Ich habe jetzt den hier mal angeguckt, den I Don't Need Walls. Das ist natürlich genau das, was nicht mehr geht heute. Heutzutage ginge das nicht mehr, er könnte von Rathaus 10 auf Rathaus 11, also sagen wir mal, das wäre jetzt noch ein Rathaus 10, ne? Er hätte die Gebäude jetzt alle noch so von damals noch, er hätte keine Mauern, er würde jetzt auf Rathaus 11 hochgehen wollen, geht nicht, er müsste die Mauern, müsste halt Mauern bauen und nicht nur eine Mauer, er müsste alle bauen, er müsste alles hinsetzen, was es für Rathaus 11 gibt, erst dann kann er hoch, aber ja gut, er hat ja hier Inferno-Türme, Adlerdeff und so weiter, hat er ja gebaut. Es fehlen halt die Mauern und das ging jetzt nicht mehr. Wir können ja mal auf ihn hier drauf gucken. Komm. Ah, schönes Ding. Ja, das ist geil. Ich vermute auch echt mal, dass sie sich komplett dran halten. What? WTF? Why Walls? Ui, ja. Er hat sogar noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und das ist doch genau das, was man noch sehen will. Das ist genau das, was man noch sehen will heutzutage in diesem Spiel. Ja, das war auf jeden Fall schon mal Punkt Nummer 1. Du kannst dein Rathaus nicht mehr rushen, ohne halt alles gesetzt zu haben. Leider, 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 leider. So, da einfach der Hausmeister hier so ultra gerade eben da irgendeine Scheiße macht. Und ich mich nicht konzentrieren konnte und ich den Angriff gerade komplett versammelt habe, habe ich mir gedacht, wir gucken mal eben ganz kurz noch drauf und gucken auf Punkt Nummer 2 auf meiner Liste. Also Gebäude verkaufen. Ich habe das jetzt extra nochmal nachgeguckt. Und zwar im Forum, 18. Oktober 2012, schreibt Rauta, dass der Verkaufen-Button im nächsten großen Update entfernt wird, weil es im Endeffekt mehr Trouble ist, als es Nutzen hat. Er schreibt, sie bekommen ziemlich viel Feedback von Spielern, die halt aus Versehen was verkauft haben. dass das überhaupt mal ging, ne? Das ist unglaublich. Nicht zu verwechseln übrigens natürlich, mit der Option, Sachen abzubrechen und dann halt die 50% Kosten nicht mehr wiederzubekommen. Aber das ist, also 50% von dem, was ihr bezahlt habt dafür, um es halt zu bauen. Ja, das ist ziemlich verrückt. Ich blende auch mal ein Bild ein, wenn ich noch eins finde dazu, wie das ging damals, Sachen zu verkaufen, dass es halt mal möglich war. Das ist so geil. Und es passt auf jeden Fall super in diese Liste rein von 5 Dingen in Clash of Clans, die unmöglich sind, denn das ist halt... Ja, es ist halt wirklich unmöglich. Du kannst in Clash of Clans keine Gebäude verkaufen, aber es ging mal. Es ging mal. Und das ist halt das Coole. Das haben sie so lange schon entfernt. Ihr müsst ja überlegen, Clash of Clans kam am 2. August 2012 raus für iOS, aber weltweit. Und Oktober, was habe ich gesagt? 12. Oktober, glaube ich, habe ich gesagt, ne? Wurde das dann zumindest angekündigt. Ich gucke es nach. 18. Oktober 2012 hat er das geschrieben. Und ja, wenn man sich das mal so überlegt, das ist schon dann relativ kurzfristig nach dem Release, dass sie dann schon gemerkt haben, ey, das funktioniert mal so überhaupt nicht. Und jetzt machen wir einen Cut. Wir haben noch 3 Sachen übrig. Ich muss aber wieder nochmal angreifen. Was haben wir denn? 2 Tage, 15 Stunden. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich möchte ganz gerne das hier fertig machen. So. Jetzt haben wir ja wieder ein paar Möglichkeiten. Lassie auf 3, Elektroeule auf 4, Jack auf 2, Einhorn. Fürs Einhorn reicht es auf keinen Fall. Hier habe ich nichts drin. Ja, Bonus ist in Ordnung, den wir kriegen. Ich kann allerdings hier auch nichts mehr einsammeln. An Dunklem wahrscheinlich. Rune hätte ich noch. Buch der Zauber kann ich verkaufen. Das brauche ich nicht mehr. Okay, kurzer Cut und bis gleich.
Okay, wir haben einen gefunden und ich muss mich jetzt wirklich mal einmal ganz komplett, Hausmeister ist auch leise, wir müssen uns jetzt mal einmal komplett auf den Angriff konzentrieren. Ich gucke mal eben nach. Also, ich habe 30 Tunnelgräber, ich habe 5 Heilerinnen, bedeutet, ich muss jetzt einen Weg freischaufeln zum Rathaus. Wir nehmen, im Endeffekt ist es egal, welchen Weg. Ich nehme den. Hier stehen so ein paar Sachen draußen noch rum. Wir nehmen Nummer 1, wir nehmen Nummer 2. Klarenburg hat er nichts drin, bedeutet, wir gehen von da vor. König jetzt gleich mal hinterher. Moment, 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 jetzt. Er läuft nicht, er wird gleich in die Mitte laufen. Wahrscheinlich, zumindest, ja, er läuft in die Mitte. Zumindest etwas in die Mitte, zumindest etwas in die Mitte. Okay, so, hier ist da drauf. Katapult mal einmal gefreezed. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Single Inferno noch geschnappt, bitte. Das wäre auch nicht schlecht. Kommt. Na, jetzt laufen sie wieder zurück. Ernsthaft. Es sah so gut aus. Es sah so gut aus. Sie waren fast da. Sie waren fast da. Ah, dann sind sie zurückgelaufen. So, König zünden. Der sollte jetzt zumindest mal eben. Jetzt geht er da drauf. Es ist unglaublich. Anstatt dass er mal auf das Katapult drauf geht, wo geht er hin? Er geht. Na, es ist egal. Es ist egal. So. Zack, zack, zack. Radaus ist geholt und jetzt gleich, ja, im Endeffekt habe ich wieder Mist aufgeräumt, ne? Ich will immer richtig aufräumen und dann wird es immer eine Katastrophe. Aber wir können gleich trotzdem noch in die Mitte, warte mal, der macht das kaputt. Jetzt habe ich noch nicht mehr so viel Zeit. Ja, Königin hat mitgeholfen. So, was wir jetzt tun, wir freezen jetzt schon mal, zack, zack. Jetzt alle in die Mitte, Leute, alle in die Mitte drauf, alle in die Mitte drauf. Oh, Königin war kurz vor knapp. Oh, warte, komm, Warden, etwas schneller, Warden, etwas schneller, dankeschön. Der war wieder langsam unterwegs, aber es wird. So, da ist noch ein Single Inferno noch unterwegs, den freezen wir mal eben. Hugla, die kriegt ein bisschen was ab. So, da ist noch ein Katapult. Wir wollen natürlich nicht, dass unsere kleinen Tunnelgräber da was abbekommen vom Katapult, deswegen werden wir das mal eben jetzt, ja, mal einen Heilzauber draufgeschmissen. Klar, die zünde ich jetzt schon mal eben. Bring. Katapult lebt noch, aber nicht mehr lange. Und dann haben wir zumindest, ja, gegen diese etwas semi-gute Base 3 Sterne geholt. Aber relativ easy. Relativ easy. So, Königin noch da oben. 95, 96, 97. Na, gucken wir gleich drauf. Punkt Nummer 3. Ein Punkt, den wahrscheinlich, der wahrscheinlich einige nervt. Muss ich wirklich sagen. Der nervt wahrscheinlich einige, denn das ist etwas, was es nicht, was jetzt noch nicht so alt ist. Ich glaube im Frühlings, ich glaube in dem Rathaus 14 Update kam das. Das, was ich euch jetzt vorstelle, das kommt mit dem, das kam mit dem Rathaus 14 Update, da bin ich ziemlich sicher, sagen wir mal 99,9% sicher bin ich da. Jetzt wollen wir mal ganz kurz noch ausbilden, Leute, denn sonst läuft das ja wieder alles leer. 4, kurzer Cut, ich muss nämlich was wechseln, sonst kann ich euch das nicht zeigen. Bis gleich. So, und zwar sind wir beim kleinen Nono-Account und das, was ich natürlich meine, ist die Obergrenze für gespendete Truppen, die abhängig ist von deinem Laborlevel und von deinem Rathauslevel. Ja, ich kann jetzt hier sagen, ich möchte anfordern und ich möchte haben zweimal einen Ballon und einen Drachen. Ich möchte sagen, nicht mehr Max-Truppen, nein, denn das haben sie geändert. Lass nur die Spenden zu, die sich auf dem höchstmöglichen Level befinden, den du erhalten kannst. Bedeutet Max-Truppen für Low-Rathäuser, das geht nicht mehr. Das ist mittlerweile leider unmöglich. Wir werden das jetzt auch sehen. Früher konnte ich da Max-Truppen reinhauen, mittlerweile, ich möchte Max spenden. Ich habe natürlich die Truppen Max auf meinem Account. Vor allem natürlich haben wir 2 Level Spendenunterschied, weil wir ja über Level 10 sind beim Clan. Aber wenn wir das jetzt uns angucken, es geht nicht. Level 7 die Ballons und Level 6 der Drache. Kam mit dem Rathaus 14 Update und ja, das ist auch vielen etwas, sagen wir mal so, etwas böse aufgestoßen. Vor allem die Leute, die natürlich mit unteren Rathäusern gerne pushen, die sagen, das ist aber nicht gut, das ist nicht geil, das ist nicht geil. Ich persönlich sage, im Endeffekt ist es sinnvoll, weil es halt die Ballons im Spiel schützt, denn ja, sagen wir ehrlich, ein Rathaus 3er, wo du dann irgendwie, oder ein Rathaus 4er, wo du einen Max Baby Dragon reindrischt, das ist dann doch schon ziemlich Wettbewerbsverzerrung, finde ich zumindest. Es ist wie eigentlich viele Sachen bei Clash. Man kann es auf die eine Art sehen, man kann es auch auf die andere Art sehen. Das ist nun mal so, aber es ist definitiv etwas in Clash of Clans, was nicht mehr geht. Und gleich gucken wir noch weiter, bis gleich. So, und zwar, ich habe hier
Mehrere Kasernen, warte mal, wir gucken mal drauf, wie viele Kasernen habe ich denn überhaupt? Habe ich überhaupt einen im Ausbau? Wir werden mal alles entfernen. Wo sind meine Kasernen? Ich habe 3 Kasernen auf Level 14 und eine auf Level 15, dazu noch 2 dunkle. Allerdings ist keine davon im Ausbau, wir sehen das ja gerade. Die sind alle funktionsfähig, die dunklen brauchen wir jetzt sowieso nicht. Das ist egal. Also, ich habe alle Kasernen da. Früher war das noch möglich, in den Kasernen unterschiedliche Truppen auszubilden. Das geht jetzt nicht mehr. Bedeutet, du konntest früher einfach auf die Kaserne klicken, konntest Truppen ausbilden und dann hast du die Truppen für diese Kaserne ausgebildet. Dann hast du auf eine andere Kaserne geklickt. Moment, wollen wir noch eine? Da. Und dann hast du Truppen für die Kaserne ausgebildet. Das ist eigentlich relativ umständlich, weil es halt einfach, es war halt so langwierig irgendwie, ne? Jetzt hast du die Möglichkeit, wir machen jetzt hier die Truppen mal weg, die sind ja eh noch nicht fertig. Ich bilde jetzt die Truppen aus und die werden dann halt in den Kasernen ausgebildet. Und wenn ich eine Kaserne im Ausbau habe, dann dauert es halt länger. Das war ja die Sache mit dem, wo ist der kleine Fratz, tut hier mit. Ausbildungszeit jetzt aktuell bei mir 13 Minuten und 20. Warum ist das so? Weil ich nur eine Kaserne habe. Ich habe allerdings den Schub drin. Und zwar vom Goldpass. Der Schub beträgt 20%. Normalerweise wäre das dann noch länger. Ich kann ihn in jeder Kaserne ausbilden. Obwohl, ja, wobei, nee, hier kann ich das nicht. Die Warteschlange ist voll. Auch wenn, ihr habt es ja gesehen. Pass auf. Die Kaserne ist Level 14. Bedeutet, die ist eigentlich ja nicht in der Lage, den kleinen Fratz auszubilden. Das kann nur die Kaserne da oben. Trotzdem, wenn ich da draufklicke, kann ich ihn natürlich ausbilden. Warum ist das so? Weil das einfach eine gemeinsame Warteschlange ist. Es ist ein gemeinsames Fließband, wo die Truppen dann halt durchwurschteln. Ja, unabhängig auch davon, ob es jetzt eine normale Kaserne ist oder eine dunkle Kaserne ist. Ich blende es auch mal ein, denn ich habe ja noch die alten Videoaufnahmen dazu, wie es damals aussah, auch für die Zauberfabriken und so weiter. Sah halt noch ein bisschen anders aus. Finde ich immer ganz lustig, wenn man zwischendurch mal so ein bisschen in die Vergangenheit guckt. Warum kriege ich keine Truppen? Go, 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 go. Clanburg bitte. Wo ist meine Clanburg? Wieso bekomme ich keine Clanburg? Hallo, Leute. Dinge, die damals einfacher waren. Man hat Truppen bekommen. Warum war das so? Weil es den Global gab. Warum hat das, was hat das damit zu tun? Kann ich euch sagen, die Leute waren mehr online. Die Leute konnten noch chatten im Global, konnten nebenbei spielen hier. Mittlerweile, wenn sie mit anderen chatten wollen, die nicht im Clan sind, was müssen sie machen? Sie müssen das Spiel schließen oder sie müssen das halt auf einem anderen PC oder sonst wo machen. Müssen da Discord oder sonst was öffnen. Ist aber zu umständlich. Deswegen schlecht. Wir gucken aber noch weiter. Punkt Nummer 5 auf meiner Liste. Ergänzung übrigens gerne in die Kommentare. Kurzer Cut und bis gleich. Okay, 8000 Dunkles und wir müssen noch gleich über Punkt Nummer 5 reden. Wenn ich halt in diesem Scheißhaus von Clan mal vielleicht mal eine Truppe bekommen hätte. Es fehlt mir jetzt schon wieder ein Zauber. Also mir fehlt der Freeze-Zauber in der Clanburg. Ja, da sind wir da ganz rechts. Ich habe nur den Wut-Zauber. Ja, das wäre auch mal... Es wäre zu einfach, seien wir doch mal ehrlich. Wenn ich doch Truppen bekommen würde... Ach ja, ich habe ja jetzt gar nicht mehr die... ich habe ja die Heilerin gar nicht mehr. Ich nehme auch schon über eine Stunde auf, weil ich jetzt auch schon gerade wieder... Ja, warten muss, bis ich denn dann mal irgendwann ein paar Truppen bekomme. Das ist natürlich absolut grandios, muss man sagen. Das macht Freude, das macht Spaß. So geht das natürlich. Ja, so läuft das. So läuft das natürlich. So, wir räumen mal eben ganz kurz auf der Seite auf. Und dann kann auch schon die Party steigen. So, Königin. Ja, die habe ich jetzt im Endeffekt geopfert, weil ich dachte, ich hätte noch die Heilerinnen dabei, die ich aber gar nicht dabei hatte. Ja, das macht Freude, das macht Spaß. Die nächste Fahrt geht rückwärts. So, zack, zack, zack. Oh, die Königin können wir sogar noch retten. Warte, noch nicht, aber wir retten sie. Ja, jetzt läuft sie gleich weg. Jetzt retten wir sie nämlich mal eben. So, jetzt laufen natürlich einige der Truppen dahin. Das ist aber vollkommen egal. Jetzt gehen wir da drauf. So, schnappen wir uns das Rathaus. Jetzt da noch was drauf. Friesel mal eben die Adlerdef. Katapult müsste jetzt gleich sowieso kaputt sein. Dann zünde ich die Gladi mal eben. Ja. Vor allem hat der Tornado gerade einfach mal den Kampfholzwerfer einfach mal komplett in die für mich gute Richtung geprügelt und für ihn in die schlechte Richtung. Aber in Ordnung. So, da ist noch was übrig. Ah, dann gucken wir gleich noch auf Punkt Nummer 5. Und ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Abonniert den Kanal, Glocke aktivieren. Ihr wisst ja Bescheid. Und ihr könnt ja schon mal raten, was es denn vielleicht ist. Ein kleiner Tipp. Es hat damit zu tun,
mit dem, was in der Mitte ist, nämlich dem Rathaus, wo gerade relativ viel rumgewuselt wird. Ein paar Mini-Wardens, weil der Warden kaputt ist, der Papagei ist kaputt und die Eule ist auch kaputt. Bedeutet alle drei, ja, alle drei hat es zerrissen, das Rathaus. Ja, was hat es mit dem Rathaus auf sich? Wann gab es eine Änderung? Und was ist mittlerweile nicht mehr möglich beim Rathaus? Im Endeffekt sind es zwei Sachen kombiniert in einem einzigen Beitrag. Ja, Spielspaß und Clash of Clans Überraschung. Ja, alles drei zusammen. Warte mal, wie ist das früher noch? Spielspaß und Kinderschokolade. Ja, das Überraschungsei. Wer kennt es nicht? Das Clash of Clans Überraschungsei. Das trifft übrigens bei mir immer auf die Clanburg zu, denn ich weiß ja nie, ob ich die voll bekomme in meinem Clan oder nicht. Ich weiß nicht, woran das aktuell liegt. Ob, irgendwie, ob es am Sommer liegt oder keine Ahnung. Das, es regt auf jeden Fall auf. Es regt auf jeden Fall auf. Und ja, die eine Hexe kümmert sich noch ein bisschen um den Bohrer, aber das reicht nicht. Das dunkle Lager kriegen sie leider nicht mehr. Deswegen sind es leider nur 93%, aber in Ordnung. Wir gucken noch auf den letzten Punkt und zwar das Rathaus. Und zwar konnte man das Rathaus damals rausstellen und wenn man das rausgestellt hat, ganz in die Ecke, dann ist Folgendes passiert, es wurde gesniped und dann hast du ein Schild bekommen, derjenige hat Pokale bekommen, beide waren zufrieden. Mittlerweile ist das Rathaus allerdings nicht mehr ausreichend, du musst 30% zerstören, um das Rathaus, du musst 30% zerstören, um dem Gegner ein Schild zu geben und mittlerweile kann das Rathaus auch Sachen speichern, also es ist ein Ressourcenlager, das war es damals auch nicht. Also zwei Sachen, die sie mal geändert haben, es ist schon ein bisschen her. Soweit ich es noch in Erinnerung habe, war das vor dem Rathaus 11 Update. Also sie haben es vor dem Rathaus 11 Update angekündigt, dass es mit dem Rathaus 11 Update kommt. Hat natürlich einen ziemlichen Shitstorm gegeben. Natürlich. Änderungen verursachen immer einen Shitstorm. Obwohl es eigentlich, es ist wie immer halt, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es ist mal wieder ein zweiseitiges Schwert. Also auf der einen Seite ist das Rathaus natürlich das Hauptgebäude in jedem Dorf. Nicht nur im Endeffekt in einem Spiel, wenn man sich ja auch vor allem mal mittelalterliche Dörfer anguckt, dann ist das Rathaus natürlich immer zentriert in dem Dorf. Und im Spiel bei Clash war es das halt nicht. Alle haben ihr Rathaus rausgestellt und ja, ich sage es ja, wie es ist. Wenn dann was geändert wird an verschiedenen Sachen, dann wird erstmal gehatet. Ich allerdings war auch dabei und habe gesagt, das gefällt mir nicht. Und ja, deswegen Punkt Nummer 5. Damals hast du ein Schild bekommen, wenn du das Rathaus rausgestellt hast und das Rathaus war zudem kein Ressourcengebäude. Mittlerweile ist es das, bedeutet, früher konntest du es rausstellen, hast ein Schild bekommen, wenn du das mittlerweile machst, ist es unmöglich, mit der Zerstörung des Rathauses ein Schild zu bekommen, also beziehungsweise wenn dein Rathaus zerstört wird, ist es unmöglich, damit ein Schild zu bekommen, außer der Gegner zerstört halt noch mehr von deinem Dorf. Das waren die 5 Dinge, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss!